Morgens 5:30 am Göppinger Rathaus. Hausverwalter Steffen Schüssler schließt die Rathaustür auf. Er und seine Kollegen sind morgens die Ersten im Haus. Bevor alle anderen kommen, wird hier unten schon der kommende Arbeitstag vorbereitet. Carmen Nauert fährt die Drucker hoch und bereitet ein Rundschreiben für die Rathausmitarbeiter vor. Zwei Räume weiter kommt die Post an. Die wird in die verschiedenen Fächer sortiert und muss später im ganzen Rathaus verteilt werden. Auch die Post, die vom Rathaus aus verschickt wird, kommt aus den Abteilungen hier unten. Die Umschläge werden frankiert, alles vollautomatisch, und kommen in die Postkisten. Dabei steht die erste Runde durchs Haus an. Steffen Schüssler hat die Post für das Standesamt dabei. Dort erwartet ihn schon Katja Rieger. Sie leitet das Standesamt. Der Amtsbote geht weiter. Wir bleiben erstmal hier. Katja Rieger nimmt uns mit ins Trauzimmer. In dem Raum mit gewölbter Decke geben sich jedes Jahr rund 200 Paare das Ja-Wort. Das ist aber nicht die Hauptarbeit des Göppinger Standesamtes. Was viele nicht wissen, dass wir ein sehr großes Geburtsstandesamt sind. Aufgrund natürlich der Klinik am Eichert mit über 1700 Geburten im Jahr. Ja, und die Zahlen, die steigen und steigen. Man kann hier sagen, dass wir das größte Geburtsstandesamt im Landkreis sind. Was wir bei uns hier noch machen, natürlich, die Neugeborene erhalten bei uns ein Begrüßungsgeschenk. Und das erhalten sie von Herrn Oberbürgermeister Till, ein Schreiben. Dann erhalten sie noch einen Willkommensgutschein in Höhe von 40 Euro, den sie bei unseren Partnereinrichtungen einlösen können. Des Weiteren ein Babylätzchen, ja, mit Wappen der Hohenstaufenstadt und ein Familienhandbuch des Landkreises Göppingen. Nach dem Besuch im Standesamt schauen wir noch kurz ins Atrium. Nach einer Hochzeit ist hier der Sektempfang. Die Tische sind schon für die nächste Feier vorbereitet. Vor rund 200 Jahren ging es hier im Atrium noch anders zu. Damals standen zwischen den Säulen und Bögen die Stände von Metzgern und Wollhändlern. Vom Atrium geht's ins Bürgerbüro. Dort wird das Melderegister der Stadt geführt. Jede Kommune in Deutschland ist ja verpflichtet, alle seine Einwohner zu registrieren. Und dieses Melderegister ist dann die Basis für alles andere, was so an staatliche Aufgaben erfüllt wird. Also nicht nur bei uns bei der Stadt, sondern auch dann auf Landesebene oder auch auf Landkreisebene bis hin sogar auf Bundesebene. Was wir dann auch noch machen als eine zweite große Aufgabe, ist die Ausstellung von Pässen und Ausweisen an unsere Einwohner. Dazu benutzen wir dann quasi auch das Melderegister. Also das ist wirklich die Basis für alles. Und dann machen wir nebenher in Göppingen auch noch ein paar andere Dienstleistungen. Sprich, wir stellen für die Göppinger Einwohner Fischereischeine aus zum Beispiel. Wir nehmen Anträge entgegen, die wir entweder an Dienststellen hier in der Stadt weiterleiten oder auch an Dienststellen am Landratsamt. Das wären zum Beispiel, wir nehmen die Einbürgerungsanträge entgegen von unseren ausländischen Mitbürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen. Die prüfen wir hier in Göppingen, leiten die weiter ans Landratsamt. Genauso nehmen wir alle Führerscheinanträge entgegen. Neben dem Bürgerbüro ist das Wahlbüro. Das war früher das Trauzimmer mit schwerer Eisentür und Gittern an den Fenstern. Allerdings nicht, um den Bräutigam an der Flucht zu hindern. Vor dem neuen Rathausanbau waren hier die Außenwände des Rathauses und die wurden entsprechend gründlich gesichert. Auf dem Weg durchs Foyer trifft man auch auf eine Glasplatte im Boden. Darunter Reste der alten Straße aus der Zeit vor dem Stadtbrand im Jahr 1782. Bevor wir einen Stock höher gehen, schauen wir noch kurz im I-Punkt vorbei. Die Mitarbeiter versorgen hier jedes Jahr über 50.000 Göppinger und Touristen mit Infos rund um die Stadt und ihre Freizeitangebote und verkaufen rund 30.000 Eintrittskarten für Veranstaltungen. Einen Stock höher sitzen Göppingens drei Bürgermeister gerade in der Verwaltungsrunde zusammen. Jede Woche treffen sich Oberbürgermeister Guido Till, die erste Bürgermeisterin Almut Kobet und Baubürgermeister Helmut Renftle mit verschiedenen Fachbereichsleitern, um gemeinsam wichtige Themen der Stadt zu besprechen. Heute stehen beispielsweise die Schulen auf dem Plan. Wir wollen nicht weiter stören und überlassen die Bürgermeister ihre Arbeit. Vor der Tür des Büros treffen wir Hausverwalter Steffen Schüssler wieder. Er hat es sich in Lufthansa-Sitzen bequem gemacht. Die sind für mehrere Jahre mit der Göppingen, einem Airbus 321-200, durch die Welt geflogen. Als die Sitze 2013 ausgetauscht werden mussten, bekam das Göppinger Rathaus zwei der alten Sitze. Gleich um die Ecke im Foyer stoßen wir auf Olaf Hinrichsen, den Pressesprecher des Rathauses. Er schaut sich die unbewegt bewegten Räte an. Diese 42 verschiedenen Täfelchen sind ein Kunstwerk von Fritz Schwegler aus Brech. Die wurde nach der Sanierung des Rathauses hier angebracht.
Es sind 42, weil für jedem Mitglied des Gemeinderates damals ein Täfelchen gewidmet wurde. Es nennt sich das unbewegliche Theater. Professor Schwegler hatte ganz viele solche Bildskizzen, aber auch Wortskizzen gesammelt und für dieses Rathaus 42 Stück zusammengestellt. Also 42 verschiedene Bildmotive, 42 verschiedene Wortzitate. Und wo wir schon mal da sind, schauen wir uns noch den kleinen Sitzungssaal an. Der wurde im Rahmen der Sanierung 2001 historisch restauriert. An der Decke kann man das alte Deckengemälde bewundern. In den Ecken sind Wappen abgebildet, unter anderem das Göppinger Wappen. Auch die Türen passen zum Charme des kleinen Sitzungssaals. Deutlich sachlicher ist der neue große Sitzungssaal gegenüber. Hier tagt Donnerstagabends der Gemeinderat. Aber auch festliche Anlässe wie der Empfang der neuen Polizeimeister in Göppingen werden hier abgehalten. Dafür, dass die Technik im großen Sitzungssaal, im ganzen Rathaus und in rund 120 anderen Gebäuden der Stadt funktioniert, ist Andreas Haug verantwortlich. Er leitet den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Aus dem Schreibmaschinenzeitalter ist man im Rathaus schon längst raus. Es gibt WLAN- und Green-IT-Systeme. Die findet man zum Beispiel in der Finanz- und Hauptverwaltung des Rathauses. Hier geht es um Geld und ums Personal der Stadt. Da muss man den Überblick behalten. Dafür sind Arbeitsplätze mit 24-Zoll-Monitoren ausgestattet und kein Rechner ist älter als 5 Jahre. Und Andreas Haug liebt seinen Job. Besonders spannend finde ich jetzt dieses Zusammenarbeiten, das Zusammentreffen von klassischer Verwaltungsarbeit, was ja in der Stadtverwaltung eigentlich auf Platz 1 stehen sollte, und die moderne, die IT eigentlich so klassisch auch mit sich trägt. Das sind eigentlich zwei Welten, die gerade aufeinander prallen. Diese Gratwanderung, die ist unheimlich spannend gerade mitzuerleben. Also da spreche ich jetzt gerade Themen an wie die Digitalisierung. Klar, das ist so ein Schlagwort, das gerade in aller Munde ist. Das wird die Stadtverwaltung treffen. Dokumentenmanagementsysteme, also papierloses, papierarmes Arbeiten am Arbeitsplatz, ist natürlich auch nicht gerade die Grundvoraussetzung, wie jemand in so einen Verwaltungsapparat reingeht. Papierlos geht es wahrlich nicht zu auf dem Schreibtisch von Oberbürgermeister Guido Till. Über seinen Schreibtisch laufen jeden Tag Mappen voller Dokumente, die seine Unterschrift brauchen. Die Aufgaben des Oberbürgermeisters sind vielfältig, denn alles im Leben seiner Stadt geht Guido Till etwas an. Das sind beispielsweise die Ganztagsangebote der Schulen oder der Neubau von Feuerwehrhäusern oder auch das Thema Sicherheit in der Stadt. Und was ist das Coolste am Oberbürgermeister sein? Dass man wirklich, wenn man morgens auf die Arbeit kommt, in der Regel nicht weiß, was einen erwartet. Und das ist natürlich jeden Morgen spannend und jeden Morgen toll. Und ich wüsste jetzt keinen Tag, an dem ich sage, oh, ich würde jetzt lieber zu Hause bleiben. Es gibt mit Sicherheit Sitzungen, die sehr, sehr anstrengend sind, also auch Gemeinderatssitzungen. Aber eigentlich geht es ja immer um die Sache. Es geht ja eigentlich immer darum, dass wir zusammen unsere Stadt entwickeln wollen und dass es da unterschiedliche Schwerpunkte gibt und auch unterschiedliche Ansichten, aber dass man miteinander ringt, aber dann zu einem guten Ergebnis kommt. Bevor unser Besuch im Rathaus endet, schauen wir noch mal kurz unten im Foyer vorbei. Hier steht ein Modell der Stadt. Baubürgermeister Helmut Renftle wartet schon auf uns. Bevor er zurück ins technische Rathaus fährt, erklärt er uns noch, was es mit dem Modell auf sich hat. Ja, unser Stadtmodell von der Innenstadt ist für uns eine ganz wichtige Unterstützung für die städtebauliche Entwicklung. Wir arbeiten an diesem Modell. Es ist also ein Arbeitsmodell im Maßstab 1 zu 500. Und wir können an dieser Stelle die Veränderung der Stadt und die Entwicklung der Stadt nachbilden, beziehungsweise jetzt bei Planungsprojekten im Vorfeld bereits sehen, ob die städtebauliche Einfügung, ob die dort gegeben ist, und insoweit wird es sehr häufig von uns genutzt. Vom Modell geht es nach draußen in die Straßen Göppingens. Das Rathaus haben wir kennengelernt. Aber die Stadt Göppingen hat wesentlich mehr Mitarbeiter, als ins Rathaus passen. Einige von ihnen werden wir in den nächsten Folgen besuchen.